herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher Wild Hunt. Wir sind jetzt immer noch bei dem Händler und ich glaube, der möchte mit uns jetzt mal ein kleines Rennen machen. Sehe ich gerade, dass meine Fußis nur kaputt sind. Dass ich wieder nicht alles eingesammelt habe. Ja, Wahnsinn. Kann die eigentlich mal alles verkaufen? Waffen, Rüstungsreparaturset. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Ich versuche jetzt nochmal was zu verkaufen. Ich glaube, Geld müsste er noch haben. Und dann machen wir mal weiter. Wir sind ja immer noch mit dem DLC beschäftigt. Wir haben ja eigentlich gerade erst angefangen. Hearts of Stone. Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Was hast du aus Ophir alles dabei? Darf ich mal sehen? Ja. Sehr gut. Das sind alles dasselben. Da werden wir jetzt mal einiges verkaufen. Ich nehme jetzt mal alles. Oh, da so mit. Oh no. Der hat kein Geld mehr. Na gut. So, Lust auf ein Pferderennen. Ich habe viel über Stuten aus Ophir gehört, dass sie schnell sind. Lust auf ein Rennen. Schnell wie der Westwind sind unsere Pferde. Das zu zeigen wäre eine Ehre. Also, ein Rennen. Eigentlich mag ich ja nicht so wirklich rennen. Schneller. Oh. Komm schon. Na komm. Mein süßes Plötzchen. Ich will sehen, wie du schnellstens reitest. So. Na ja, schauen wir mal. Bis jetzt. Führe dein Ross an seine Grenzen. Oh. Hey. Du musst schon drüber hüpfen, Plötze. Wie weit noch? Oh, jetzt hätte ich es fast verpasst. Ich hab's verpasst. Oh nein. Oh, ich habe eine Abkürzung genommen. Haha. Schneller. Ich will sehen, wie du schnellstens reitest. Wie weit denn noch? Wie weit denn noch? Quest gescheitert? Du hast gewonnen. Gratuliere. Und du hattest recht. Stuten aus Ophir sind schnell wie der Wind. Was? Unsere Legenden erzählen von einer Zeit, als die Liebe zusammenbrachte den Himmel und die Steppe. Und so wurde die erste Stute geboren. Schwach waren die Menschen. Sie fielen zahlreichen Gefahren zum Opfer. Die Stute zog sie groß und nährte sie mit ihrer Milch. Sie wurden stark, dann ließ sie sie aufsatteln. Sie wurden zu Kriegern und kämpften gegen all ihre Feinde. Die Legenden lehren uns, unsere Pferde zu achten, denn sie sind edel. Schöne Geschichte. Danke dafür. Und für das Rennen. Jetzt mal ganz ehrlich, ich dachte, ich war als erstes. Das muss ich mir dann später nochmal anschauen. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt.
Lebe wohl. Na gut. So, triff Avalach auf dem Schiff. Das wollen wir jetzt noch nicht. Ach, du wieder. Du willst ja eben nur Geld von uns. So, dann Quest. Spurlos sammeln sie alle. Fliegende Fäuste, ein alter Freund, Staatsräson. Wir haben ja wieder einiges angenommen auch wieder. Sprich mit dem Kräuterkundler. Der Begriff Hexer ist für viele gleichbedeutend mit Monsterschlechter. Das ist eine hinreichend präzise Arbeitsdefinition, doch nicht die ganze Wahrheit, denn Hexer übernehmen noch alle möglichen anderen Aufträge. Beispielsweise können sie mit ihren übermenschlichen Sinnen vermisste Personen aufspüren. Um eine solche vermisste Person ging es auch im Aushang des Otto Bamba, einen Kräuterkundigen in der Nähe von Ochsenfurt. Das ist doch wunderbar. Vervollständige deine Sammlung von Quint-Karten. Ist jetzt die Frage, sollen wir eigentlich nochmal Quint spielen oder nicht? Was meint ihr? Finde mit Hilfe deiner Hexersinne ein Buch mit rotem Umschlag. Haben wir das nicht eigentlich? Das können wir doch eigentlich mal machen, oder? Oder ist das jetzt zu langweilig? Oder sollen wir Hearts of Stone weitermachen? Komm, wir machen Hearts of Stone weiter. Wo müssen wir da hin? Hier. Wir könnten vielleicht ein paar nicht erkundete Orte mal wieder mitmachen. Wenn du meine Frau anrührst, hau ich dich um. Dann haust du mich um. Wo haust mich denn hin? Oma dumm. So, der Kräuterkundler. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz. Nein, das wollen wir nicht. Hier wollen wir her. Wir müssen da runter. Dann nehmen wir das mit. 190, das ist ja eh gleich da. Die sind aber wieder so schwer wahrscheinlich. Wie wir die letzten Folgen schon festgestellt haben, sind die echt schwieriger geworden, die meine ganzen lieben Gegner. Sind wir denn hier? Ein Banditenlager. Mal wieder. Hua! Viel. Das habe ich jetzt natürlich nicht gesehen, gell? Komm schon, komm näher. So. Komm, jetzt mal kurz wieder weg. Was für eine Ironie im Wasser, gell? Als ob die sich nicht einfach dann reinlegen könnten. Verlieren wir die So, weiter. Zack, 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 zack. Blutbrüder! Hier auch noch? Es wird bald vorbei sein!
So, yay, Stufe 34. Wir dürfen ihn einfach nicht hinzukommen lassen. Der mit seinem Schild schon wieder. Einer ist immer dabei mit Schild. So. Zack. Das war's, oder? Tabakspfeife, Pfeife. Wo liegt das denn noch alles? Wiener Peinchen? Wo? Oh, da liegt er noch. Eleganter Brief. Brief, was hast du mir zu erzählen? Kriegen wir Abend mehr. Oh, blutiger Brief. Befehle? Donner, ich warne dich. Schnupf noch einmal so viel Fistech und du landest im Totenwald, so wie dieser wahnsinnige Fistech-Junkie Peter. Deine Aufgabe ist es, das Zeug zu verkaufen, nicht zu inhalieren. 100.000 heulende Höllenhunde. Erwarte heute eine Abholung. M. Blutiger Brief. Speer alias Bodenstange. Führe Order bla 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 nach Protokoll so und so aus. Muss persönlich dem Kommandanten der Geheimdienstzelle Kardinal überbracht werden. Die Spur der abtrünnigen Ritter führt in die Region Novigrad. Nach ihrer Ankunft haben sie die Kontrolle über ein nahegelegenes Fistech-Manufaktur übernommen. Möglicherweise hat sie das in die Region gebracht, habe ausgezeichneten Beobachtungsposten besetzt. Toter Briefkasten ist vorbereitet. Im Falle unvorhergesehener Komplikationen kann ein Agent, der auf die Suche nach uns geschickt wird, ihn im Teich finden, der vom Beobachtungsturm nahe des Dorfs Morhin aus zu sehen ist. Was die Ritte angeht, mag ein hohes Risiko eine hohe Belohnung mit sich bringen. Wir schlagen vor, sie mit kaiserlichem Gold für ihre Dienste zu entlohnen. Da Radovid ihren Orden in alle Winde zerstreut hat, ziehen die Ritter nun wie gemeine Banditen umher, um für ihren Unterhalt Beute zu machen. Und sie hassen seine höchst gnädige Majestät mit weiß glühender Wut. Nur zu gerne würden sie unser Geld annehmen, doch viel lieber die Nachhut der redanischen Armee destabilisieren. Das könnte sie besser als alle anderen Partisanen. Es lohnt sich, dies weiter zu verfolgen. Agent Armleuchter ist noch immer auf seiner Mission. Armleuchter. Seit Tagen kein Wort von ihm. Warte auf weitere Instruktionen. Die folgenden Worte sind mit Blut geschrieben. Warte in der Höhle. Warte in der Hölle, eine nilfgaardische Hure, und du bist als nächstes an der Reihe, Agent Armleuchter. So. Elga hat weitere Schema zur verbessernden Wolfsschulenausrüstung in verschiedenen Regionen von Skellige versteckt. Einige befinden sich in einem hölzernen Fort im Süden Arzgellix. Andere liegen in den Ruinen des westlichen Hinjasfall. Und ein dritter Satz ist in den Grabhügeln im Westen von Arzgellix verborgen. Einige Schemas zum Verbessern der Wolfsschulenausrüstung sind auf dem Skellige Insel versteckt.
Elga ließ sie im Zentrum Arzgelix sowie in den Ruinen zweier Wachtürme auf Undvik und auf Spikarok. Er hoffte auf Hexer, die sie brauchen und klug genug sein würden, sie zu finden. Das war aber nicht der elegante Brief, den wir eigentlich wollten. Oh, nochmal Befehle. An Antonie Pfeil. Durchsuche die Elfenruine nach wertvollen Artefakten. Danach steck diesen Müllhaufen an und verbrenne ihn wieder. Was deine Frage zu den Elfenmanuskripten angeht, die du gefunden hast, bring das Schema beim nächsten Wachwechsel mit. Unser Waffenschmied wird sich an die Entzifferung machen. Jetzt aber zum eleganten Brief. Nur persönlich an den ehrenwerten Ritter Sir Anthony Pfeil zu übergeben. Antonia, habe ich vorhin gesagt. Unsere ungewöhnliche Zusammenarbeit hat mir immens Freude bereitet. Ich hoffe, der Herr Ritter erfreut sich bester Gesundheit. Ich habe die letzte Lieferung Elfenskulpturen katalogisiert und sie auf der Stelle vollständig verkauft. Gemäß unserer Vereinbarung hier die Aufstellung unserer neuesten Transaktion. Skulptur Gian Lorenzo, die Vergewaltigung der Elirena. Käufer Kurt Düsert, Skulptur. Kronen, da sind nochmal eine Skulptur. Leider war es nicht möglich, den Verkauf von Peters an Michael Angelach, an Brandon und Co. abzuschließen. Die Firma hat aufgrund angeblicher finanzieller Schwierigkeiten versucht, einen Aufschub einzuklagen. Gerüchten zufolge wurde der Senatorpartner. Also heute kann ich wirklich nicht lesen. Gerüchten zufolge wurde der Seniorpartner der Firma am helllichten Tage von einem weißhaarigen Hexer ausgeraubt. Aus offenkundigen Gründen stimmte ich eine Verlängerung der Zahlungsperiode natürlich nicht zu. Ein Bote mit dem Gewinn wird an der vereinbarten Stelle warten. Ich meinerseits warte schon ungeduldig auf den nächsten Transport. Wunderbar. Senator-Treffen, was hab ich denn? So, Befehle an die Säuberungseinheit an Erik von Kidon. Ich fasse mich kurz, denn die Angelegenheit ist einfach das Problem. Kirster Hagen muss vollständig und endgültig gelöst werden. Das Dorf, das dem kaiserlichen Spitzel als Zuflucht gedient hat, ist niederzubrennen, die umgebenden Felder mit Salz zu bestreuen, Frauen und Kinder zu vertreiben, Männer aufzuknüpfen. So. Quest aktualisiert. Dame Jäger als Spion. Komm, das machen wir doch mal. Jetzt haben wir eine neue Quest angefangen. Entschuldigung, eigentlich ist das doof, gell? Aber das macht nichts. Wir wollen ja eh ganz viel machen. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir da hin müssen. Das können wir schon einmal so mitmachen. Dann laufen wir nämlich so und dann wieder runter. Ne? Und das starten wir in der nächsten Folge und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann, ciao!